Wenn das Getreide in die Milchreife kommt, stellt es für unsere Wildschweine einen besonderen Leckerbissen dar. Jetzt müssen die Jäger ihr Augenmerk auf die Felder richten, um Wildschaden rechtzeitig zu erkennen und etwas dagegen tun zu können. Neben der Vergrämung durch Duftstoffe und das Fernhalten durch Elektrozäune ist natürlich die Bejagung ein probates Mittel, um die Sauen aus den gefährdeten Flächen fernzuhalten oder zu vertreiben. Um bereits entstandenen Schaden zu begutachten und zu erkennen, wo die Wildschweine in die Felder ziehen, ist eine Drohne ein ideales Hilfsmittel. Mit ihr lassen sich große Flächen in sehr kurzer Zeit absuchen. Aus der Luft erkennt man deutlich, wo die Sauen in das Feld eingewechselt sind, welche Fährten sie ziehen und wo sie sich niedergetan haben. Man sieht an unserem Beispiel auch, dass der rechts am Feldrand gezogene Elektrozaun das Wild nicht davon abgehalten hat, in das Getreidefeld zu ziehen. Besonders gefährdet sind die direkt am Waldrand gelegenen Flächen. Der Wald bietet den Sauen tagsüber einen sicheren Einstand, den sie dann nachts zur Nahrungssuche verlassen. Aber nicht jeder Schaden wurde durch Wildtiere verursacht. Die großen Flächen mit niedergedrückten Getreidehalmen sind durch Winddruck entstanden. Man kann dies dadurch erkennen, dass keine Fährten zu diesen Flächen führen und dort auch keine Trittsiegel zu finden sind. Die Bilder der Drohne können in Echtzeit am Monitor betrachtet werden. Dadurch können die Jäger sofort erkennen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dazu gehört beispielsweise das Aufstellen mobiler Jagdeinrichtungen und das Anlegen von Schussschneisen. Nachdem man mit Hilfe der Drohne die Wechsel des Schwarzwildes erkundet hat, kann man an den entsprechenden Stellen ansitzen und versuchen, das Wild beim Einwechseln zu erlegen. Alternativ kann man, wenn das Getreide nicht zu hoch ist, die Sauen auch anpirschen und aus kurzer Distanz bejagen. Dennoch bleibt es eine mühsame und nicht berechenbare Aufgabe, da Schwarzwild vornehmlich nachtaktiv ist und nicht jeder Ansitz zum Erfolg führt.